Wunden sind der Sinn des Lebens. Das sagt meine nächste Interviewpartnerin. Sie selbst hatte einige Wunden, hat aber gelernt, damit umzugehen und hilft heute vor allem anderen Menschen, ihre Wunden zu heilen. Ihr Name ist Gabriela Rist und ich darf Sie jetzt ganz herzlich neben mir begrüßen. Hallo, liebe Gabriela. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich finde, es ist eine ganz tolle Aussage, dass die Wunden der Sinn des Lebens sind. Wie bist du dazu gekommen? Liegt wahrscheinlich ein bisschen nahe. Natürlich auch aus meiner Geschichte, dass diese Erkenntnis gekommen ist. Und kurz gesagt heißt es für mich, dass letztes Endes jede, egal wie viele und wie tiefe Wunden dann erlitten hat, aber in der Lage ist, letztes Endes das eigene Glück zu finden. Und wenn ich das länger etwas erkläre, dann heißt es, ich nehme eigentlich auch immer meine eigene Geschichte ein bisschen her, weil ich hatte auch 15 Jahre lang Kindesmisshandlung erlitten und danach letztes Endes noch 25 Jahre lang so richtig auch im Business Karriere gemacht und gearbeitet mit Erkrankung. Natürlich wie recht typischerweise, irgendwann kommt so ein Zusammenbruch, aber es gibt tatsächlich Wege durch primär auch innere Entwicklung, aber auch durch angepasste und ich sag mal angemessene Begleitung, dass man das Glück findet. Jetzt hast du gerade die Misshandlung angesprochen. Wie alt warst du denn da? Also es hat begonnen, ich war ja 6 Jahre alt, wo das dann richtig akut geworden ist. Meine Eltern haben sich getrennt und wir sind ja bei meiner Mutter dann eben auch groß geworden. Meine Schwester war ja damals auch 3 Jahre jünger und sie ist höchstwahrscheinlich durch die Trennung, hat sich sehr, sehr verändert. Mit Sicherheit hatte sie auch gewisse Anlagungen oder sowas, aber durch die Trennung kam dann halt alles ganz intensiv und ganz massiv hoch. Also wir hatten alle 3 Arten von Misshandlung erlitten, sowohl emotional als auch körperlich, und auch sexualisierte Grenzen wurden überschritten. Und ja, hat sehr, sehr viele Jahre lang. Wir haben beide auch, also auch meine Schwester, dann eben Erkrankung da mitgenommen aus dieser Zeit, ja. Welche Erkrankung habt ihr mitgenommen? Es ist ja ganz typisch, dass Kinder, beziehungsweise ich kenne auch sehr, sehr viele Erwachsene, die mit Entwicklungstrauma dann eben leben. Und dieses Krankheitsbild weist typischerweise sehr viele Somatisierung auf. Also man entwickelt sich gewisse körperliche Erkrankungen und sehr lange verbindet man auch gar nicht, wo kommt denn das her? Also auch Ärzte zum Beispiel kommen ja nicht sehr, sehr leicht dahinter. Und Erkrankungen können sein, chronische Schmerzen zum Beispiel, ob das Migräne oder eben Rückenschmerzen sind, aber auch funktionale Organstörungen. Also dass da, und das war ja bei mir dann auch der Fall zum Beispiel im Bauch, man sagt ja auch, dass Kinder, gerade wenn sich noch verbal nicht so äußern können, entwickeln ja durch den Körper Kommunikation sozusagen. Und ich hatte dann so eine Missbildung, also es war ja kein Geburtsfehler, sondern wirklich während meiner Entwicklung hat sich das dann gebildet, erst nachdem unser Vater gegangen ist. Und ich wurde dann mehrfach sehr schwer operiert, also wahnsinnige Schmerzen hatte ich und so weiter im Verdauungstrakt, genau. Mit 14 aus Versehen meinen Gallenblase entfernt und so Kleinigkeiten dazu. Aber das Schlimmste war, glaube ich, wirklich die heftige Schmerzen. Also mit 17 habe ich Morphium bekommen und schon ersten Menschen in den Tod begleitet. Also ganz viele Dinge kriegt man da so nebenbei noch mit. Und dieser gerade Schmerz, schmerzliche oder mit Schmerzerkrankungen. Es gibt unglaublich viele, viele Erwachsene, die auch bei Ärzten eine richtige Schmerzkarriere hinter sich haben, bis dann die Ärzte auch drauf kommen, das rührt ja von anderswoher. Mhm. Vielleicht noch Ergänzung, woran liegt es? Das ist halt auch so
ja, verdeckt bleibt oder gar nicht irgendwie aufgedeckt werden kann, weil es hat ja mehrere ja, Aspekte, aber primär die Menschen, die ja sowas erfahren haben, die entwickeln sich häufig, naja, so ein toxischer Scham. Also sie schämen sich dafür, wie sie sind oder wie sie geworden sind. Die trauen sich auch nicht, darüber zu sprechen. Ja. Und auf der anderen Seite ist die Gesellschaft halt nicht gerade aufnahmsfähig, im Sinne, wo sie sagen würden, auch, also wirklich offen und die Erkrankungen, die dann daraus gibt, wie auch zum Beispiel Depression, ist eine ganz typische Folgeerkrankung von Traumata, dass es, naja, nicht noch eine zusätzliche Entwertung dadurch kommt, wie zum Beispiel Depri und Psycho und so. Und diese Stigmatisierung zum Teil auch hindert wirklich vielen daran, dass sich überhaupt outen. Also sie Ja. sprechen auch nicht darüber und Wie war das denn bei dir? Wann hast du denn erkannt, mit mir stimmt was nicht und dass dann auch wirklich festgestellt wurde, dass du an einem Entwicklungstrauma leidest? Das ist ja auch, also als sie vielleicht als erstes haben wir erkannt, dass mit unserer Mutter etwas nicht stimmt. Und mit meiner Schwester haben wir damals alle Sommerferien in der Stadtbibliothek verbracht, also von meinem 14. Lebensjahr, glaube ich. Und haben wir dann versucht, aus psychologischen Büchern irgendwie rauszufinden, was hat sie denn? Und also ich bin jetzt heute 50 Jahre alt, das ist ja also wirklich auch länger her, dass es passiert war. Und damals die Gesellschaft war eben auch so, also nicht nur sogar in unserer Familie selbst war das ein Tabu, das hat man verschwiegen, Ja. aber auch sowas wie ja, Institutionen, Jugendamt oder sowas, ne, gab es ja nicht. Oder wenn dann sowas von auf eine minimale Flamme, dass, also mir war auch nicht bewusst, dass zum Beispiel als meine Mutter, meine Schwester zum Beispiel schwer körperlich misshandelt hatte im Kopf. Und wir nachts zum Beispiel im Bett gelegen sind und sie hatte wirklich ganz große, also angeschwollene Schlagflächen am Kopf, dass ich das Recht hätte, mit ihr zum Beispiel ins Krankenhaus Notaufnahme zu gehen oder zur Polizei oder sowas. Zum einen es war ja mir nicht bewusst, zum zweiten hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Ja. Das ist auch typisch mit dieser Loyalität. Ne? Da ist man zu Täter so loyal. Und wann ich dann letzten Endes für mich das so erkannt habe, das waren wirklich Jahrzehnte. Das ist unglaublich. Man ist in diesem Überlebensraum, sage ich so. Und man eignet sich als Kind und Jugendlicher wirklich Fähigkeiten an und auch einen wahnsinnigen Willen, zum Beispiel die eigene Existenz irgendwie. Also wirklich 100 oder eher 1000% unabhängig von Ja. jedem aufzubauen. Und man funktioniert. Lass uns mal über Zahlen sprechen, weil das betrifft ja wirklich wahnsinnig viele Menschen und du hattest es gerade gesagt, Tabuthema viele, viele Jahrzehnte auch weg. Wie sieht es aus? Wie viele sind betroffen? Also die Zahlen sind wirklich verheerend jetzt durch Corona, also durch die Pandemie, dass dann auch alles noch mehr so eingeschlossen war und viele auch durch diese Ausgangssperre und so weiter oder Homeoffice und Existenzängste, das macht ja jeden auch noch mal ne, aggressiv. Also Zahlen gerade von UNICEF, glaube ich, 2020 ist es, dass 3 von 4 Kinder zwischen 2 und 4 werden emotional und körperlich misshandelt, täglich. Aber es gibt auch deutschlandbezogene Zahlen, zum Beispiel in 2021, das ist wirklich neueste Veröffentlichung vom Kriminalbundesamt, waren es täglich 49 Kinder, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Das ist eine Zahl, also Also man sieht wirklich unglaublich. ganz viele Menschen, die davon betroffen sind und natürlich auch nicht so viel darüber sprechen. Jetzt ist es so, dass du genau diesen Menschen auch weiterhilfst. Menschen, die wie du wirklich schwere Wunden auch zu Ja. verarbeiten haben. In welcher Form hilfst du denn den Menschen? Also ich bin heute traumasensitiver Coach und ich begleite dann diesen Menschen entweder ja, zwischen Therapien oder eben komplementär, also ergänzend zur Therapie, unterstützend zur Therapie. Ich bin keine Psychologe,
sondern meine Aufgabe ist es, gerade zwischen ja, vielleicht ambulante oder stationäre Aufenthalte, dass ich diese Menschen unterstütze dabei, sie wieder ihren Selbstwert zu erlangen oder dass sie verschiedene Techniken zur Selbstregulation, zur Emotionsregulation erlernen können und sie auch wirklich üben können. Oder auch Intrusionen, das sind sogenannte Wiedererleben von traumatischen Erlebnissen. Das kann auch nur zum Beispiel durch Körper sein oder irgendwie erlebe ich nur so ein ganz dumpfes Gefühl, aber ich kann nicht einordnen sowas, bis hin, dass ich ja wirklich ein Flashback habe, also total auch mit ja, Bildern. Ja. Genau. Du hast ja dieses Jahr auch noch was Großes vor. Du hast einen Online-Trauma-Kongress. Für wen ist der? Wie kann ich da mitmachen? Ja, also das ist ein Kongress, welcher erstmalig und auch einzigartig sein soll, jetzt hier im Dachregion, also wirklich deutschsprachigen Raum. Da dürfen alle mitmachen, die mit Traumata, Entwicklungsbindungstrauma, Komplextrauma in Berührung kommen. Also sprich, primär ist ja meine Zielsetzung, die ganzen Betroffenen mehr Wissen einfach ja, bereitzustellen, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, mit Experten in Kontakt und in Austausch zu kommen. Aber auch die ganze Fachleute, also egal, ob das Therapeuten, Ärzte sind, und die können auch aus verschiedenen Disziplinen kommen. Zum Beispiel ein Orthopäde, wo jemand mit chronischen Schmerzen behandelt. Es macht Sinn, dass eben über die neuesten Entwicklungen der Neurowissenschaft zum Beispiel, also kommen auch Menschen aus der Wissenschaft, erfährt, weil dann eben diese Verbindung als ein System von Entwicklungstraumata als Krankheitsbild viel mehr erfahren kann und auch anwenden kann. Ja, toll. Genau. Genau, also es ist was Großartiges, verschiedene, vielleicht ganz konkret, also auch für Musik zum Beispiel, Musik, Literatur, Kunst. Ne? Man würde gar nicht denken, viele, die traumatisiert sind, die sind hochsensibel, die sind sehr künstlerisch und drücken dann viel, ja, ob das jetzt Malerei ist oder durch Musik aus. Und wir werden aber auch Themen wie Partnerschaft, Sexualität ansprechen, aber auch Prävention, Justiz. Wie kann ich ja zum Beispiel Opferschädigung oder genau sowas einfordern? Und wie genau kann ich mich anmelden? Ja, also wir haben jetzt schon die Webseite online und jeder, wenn online Traumakongress 2022 eingibt, kommt sofort auf die Seite. Großartig. Da ist dann die Möglichkeit anzumelden. Also wir haben wirklich gesehen oder gehört, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und ja, es lohnt sich da auch wirklich daran zu arbeiten. Mhm. Und wenn man vielleicht jetzt auch merkt, Mensch, da gibt es was das sollte ich aufarbeiten, dann kann man sich sehr gerne an dich wenden, weil man sieht einfach auch, wie toll, was du daraus gemacht hast und welche Frau du heute bist. Ich freue mich riesig, Dankeschön, dass wir uns kennenlernen durften und danke dir für das Gespräch. Dankeschön, vielen Dank.